kriegen wir natürlich keinen Ausdauerstein vor allen Dingen. Ha! Da ist ein Ausdauerstein! Alrighty, dann und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget und wir sind auf W40 bei The Divinum. Wir haben ein bisschen was vor, Leute. Was ist passiert? Ich hatte ja das Dungeon-Tagebuch auf dem Char und tatsächlich ist es ein bisschen schwierig mittlerweile. Ihr habt es ganz gut angesehen, es hat bestimmt auch Spaß gemacht, aber ich werde das Projekt so jetzt nicht mehr durchführen. Dafür werden wir jetzt hier, ihr seht links oben, ist ein bisschen was hinzugekommen. Als Dankeschön an die Gilde für den Support, weil ein Teil der W40-Leute ja wirklich auch meine Videos echt gut klicken. Allgemein, der ganze Kanal läuft immer noch super gut, trotzdem ich echt nicht mehr so viel Zeit habe leider. Ich würde viel mehr machen gerne, das ist so krass. Aber ja, um auch ein paar Verluste abzufangen, die abzusehen waren, aber da sage ich im Gilden- und Serververgleich auf jeden Fall was dazu. Ja, ich will die Gilde ein bisschen supporten und ja, dieses Free-to-Play-Gespiele, Alu-Geklicke, das ist sehr, sehr schwerfällig. Oh, Random-Angriffe zu machen ist sehr, sehr schwerfällig. Ich hab's bisher seit Stufe 17 noch nicht mal geschafft, in der Quest einen Dungeon-Schlüssel zu kriegen. Und ja, jetzt sind wir 75 und ich werde jetzt sicherlich nicht alles hier verspielen. Also ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen für Alu und sowas. Aber ich will einfach mal ein bisschen, nicht einen kleinen wenig auf Vordermann bringen. Keine Ahnung, wie weit es jetzt gehen kann. Wir fangen auf jeden Fall an mit den Pets, die ich jetzt hoffentlich jetzt einfach kriege, ja, in der Quest jetzt. Weil, Spiel, ich möchte bitte die Pets haben. Bin Stufe 75. Warum habe ich die noch nicht? Wish me the best. Oh, kappa. Kann ich dir helfen? Leute, ich nehme jetzt die kürzesten Quests. Och, Gott sei Dank, Leute. Ich hatte schon richtig Bammel. Ich meine, es war ja nicht meine erste Quest als 75er. Yay! Yeah. Achievement freigeschalten und wir gucken mal, was wir für Tierchen hier haben. Schlecht. 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 Och. Och! Wir haben ein gutes Pet bekommen. Okudil, okay, das nehmen wir gleich mal. Und fighten jetzt Goldie. Ja, sehr gut. Können wir das schon mal mitnehmen? Oh, ja, okay. So, bei Feuer habe ich das schon gemacht. Habe ich mich leider ein bisschen verdrückt. Ich wollte es gar nicht füttern, weil wir können die Pets finden, auch wenn wir sie noch nicht besiegt haben. Und das heißt, ich muss jetzt bei den Abenteuern darauf achten, dass ich die Pets auch bekomme, die ich haben möchte. Nichtsdestotrotz können wir immer das erste Habitat schon mal angreifen und besiegen, weil das sind ja halt Erfahrungspunkte. Aber die Früchte dürfen noch nicht verfüttert werden, das ist jetzt ganz wichtig. Zack, das sollte auch passen, sehr gut. Und auch bei Schatten, wobei, gehe ich bei Schatten mal den Weg, den ich sonst nie gehe? Das können wir eigentlich mal machen. Gut, dann mal erstmal ein Level-Up durch die Pets bekommen. Sehr, sehr schön. Und jetzt muss ich den Dungeons-Schlüssel erblättern. Da er in den Quests noch nicht dabei war, gucken wir halt noch rein. Ich will auch mal schauen. Ich habe sicherlich auch das ein oder andere Gegenständchen, was besser ist. Ja, da geht's auch schon los. 141, auf jeden Fall nehme ich das mit. Ich kann nicht davon ausgehen, dass ich jetzt noch richtig gute Gegenstände finde. Ja, deshalb nehme ich einfach das mit, was ich kriegen kann. Ja, läuft. Zur Not kann ich ein, zweimal skippen. Ja, okay, Epic kann ich drin lassen. Hier ist nochmal ein Ausdauergegenstand. Ja, wenn der jetzt zufällig geschickt da wäre, könnte man den nehmen. Aber ich muss aufpassen, ich habe halt nicht so viele Steine. Ja, das dran denken. Warum mache ich das jetzt auch? Der Lebenstrank läuft in 18 Stunden ab. Die normalen Tränke, die ich finde, die ziehe ich mir rein. Und Sanduhren kann ich mir eigentlich auch kaufen. Hm. Boah, nee. Früher, das habe ich jetzt eigentlich nicht erwartet, aber es ist ein Epic. Mann, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Jetzt ist Epic okay. Lebenstrank, jetzt könnte ich ihn mir auch holen. Ich will Dungeon-Schlüssel haben. Sanduhren mitnehmen, definitiv. Die werde ich bald wieder brauchen. Gerade jetzt, wenn ich die Pets freischalten will. Ja, jawohl, da ist er. Achso, hier, zack. Baumschlüssel aufschließen. Gut, guter Mann. Erstmal das Ding hinein.
Und dann sieht das Ganze schon mal sehr gut aus. Da bin ich schon wieder viel stärker auch als vorher. Ich glaube, da werden jetzt ein paar Dungeons gehen. Das muss jetzt passieren. Der letzte Dungeon, den ich gemacht habe, und da probiere ich es jetzt zumindest live zu machen, die habt ihr nicht gesehen. Leute, wenn ihr die sehen wollt, dann nehme ich die für euch noch auf. Ich lasse die drin. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mache ich nochmal so einen kleinen Dungeon-Tagebuch-Part. Aber das ist ein 94er. Ja, den habe ich nur schon gemacht. Musste mich einmal reviven und dann habe ich mit 51 HP besiegt. Ja, eigentlich ist ja jetzt hier ein 92er dran. Genau. Der ist als erstes dran. Und die sollten jetzt nicht so schwierig sein. Jawohl, perfekt. Auf jeden Fall Kampf speichern. Das ist wichtig. Aber ich kann mir die nachher alle angucken oder so machen. Und jetzt 94er, jetzt weiß ich nicht, was jetzt kommt. 98er haben wir hier. 96er Pirat, Blut in Nase mit einem Revive. Ja, klar. Klar geht das, Leute. Die ballern wir jetzt rein. Ja, ich will mit dem Char relativ schnell zum Schmied kommen und den Heiligen Gral will ich halt auch finden können, weil dann kann ich meine SA gezielt pushen und muss nicht mal so über diese Random-Angriffe. Das ist echt schon schwierig, mit Random-Angriffen auch immer wirklich sehr gut dazustehen. Ja, wenn ich sehe, dass ich da 4, 5 Bildchen drin habe, dann kann ich ihn angreifen. Wenn ich nur ein Bildchen drin habe, überlege ich es mir vielleicht. Ja, das ist geil. So, das war der 96er, jetzt kommt jetzt der 98er. Geschick. Sollte alles noch kein Problem sein, sogar ohne Revive geschafft. Level up. So. Oh, 98er Geschick. 102. 100. Okay, das Problem könnten maximal Endgegner werden, wenn jetzt welche kommen. Aber ich glaube, so schnell kommt keiner. Navol-Kampf auch geschafft. Und ein Epic ohne Slot, aber oh. Schade. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber das hebe ich mir mal auf. Was haben wir hier? Ja, genau. Auch den Schmied, damit ich hier mal Ressourcen langsam anfangen kann zu farmen, wäre nicht schlecht. Ja, das können wir verkaufen. Gehen wir weiter. Den 100er haben wir geschafft. 102. Meine Waffe ist sehr alt. I know that. Haben wir jetzt keinen Revive drin gehabt oder wurde der übersprungen? Ich mal gucken. Müssen wir mal durchlaufen lassen. Ich will es mal wissen, weil das sah schon sehr komisch aus eigentlich. Und dazu gibt es eine Cola-Flasche. Ist kein Product Placement oder so ein Kram. Einfach Bock auf den Scheiß. Das sieht mir schon sehr stark nach einem Revive aus hier. Wollte gerade sagen. Okay. Toll wie Wolf Endgegner. Nice. Den haben wir so auch noch geschafft. Zack. Ah ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. 106, 104 kommt jetzt, oder? Oder war das gerade 104? Ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube, dann kommt der jetzt als nächstes, der Schleimblob. Ah, jetzt sehen wir den. Revive, nice. Schleimblobbiblob, weg damit. 118 kommt er jetzt schon. 108er Trage oder Sümpfe. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall einen Revive. Vielleicht sogar zwei. Ah, einer hat gereicht in dem Sinne. Sehr gut, Stufe 80. So sehe ich das doch gerne. Und, zack. 110, 118. Ah, ne, das ist 110. Das ist 114er. Und dann kommt jetzt hier der Sera-Überhauptmann dran. Und auch den schlagen wir so noch. Das ist kein Problem. Revive. Uhuhu, yippie. Und ein Epic mit Slot. Das ist mega viel wert, dass wir das bekommen. Dann ist das jetzt nämlich hier ein schönes Upgrade für den Char again. Boah, da kommen wir. Warte mal. Wir haben natürlich jetzt die Chance. Wir sind ja schon hochgekommen vom Level. Wenn wir jetzt sehr gute Steine kriegen, dann. Oh, Geschicklichkeitsstein ist sehr fett. Nice. So, der 112er. Den können wir erst ab. Auf welcher Stufe kriegen wir den? Ja, da hat der Onkel Papa Basti mal schnell nachgeguckt. Den kriegen wir erst ab Stufe. Oh nein! Ab Stufe 80. Und ich habe ja kaum noch Alu leider. Alter, wenn ich den jetzt kriege in der nächsten Quest gleich, ich würde so ausrasten. Nein, wir kriegen ihn nicht. Okay. Ja, gut, dann
kann ich heute nicht alles machen. Das ist ein bisschen doof. Weil da bin ich jetzt ziemlich limitiert in meinen Möglichkeiten. Na, daran habe ich tatsächlich nicht gedacht heute. Aber dann können wir das ja mal in einem anderen Video nachholen. Ja, dann geht es heute nicht ganz so weit. Ist jetzt, wie gesagt, kein Beinbruch. Wir haben ja keine Eile, aber daran hätte ich natürlich auch vorher irgendwie denken können. Es war jetzt echt wirklich spontan heute. Ein paar Dungeons haben wir ja noch. Da geht vielleicht noch was. Weil immerhin könnte ich jetzt auch mittlerweile eine neue Waffe oder so einen Gramm vertragen. Ne? Also so ist es ja nicht. Gucken wir mal, was wir haben für Gegenstände hier in der Laden. Ohne jetzt zu krass. 157. Das brauchen wir auf jeden Fall. Also die beiden Sachen sind auf jeden Fall mega alt. Und der Gürtel. Ja, der Gürtel, der hat ja noch nicht mal einen Slot. Ja. Ach, wieso Handschuhe? Nicht Handschuhe. Ich brauch's nicht als Handschuhe. Geben Sie mir dieses bitte einfach als Gürtel oder als Schuh. 205 durchgestanden. Ja, da geht wirklich was. Da geht einiges. Da ist das Epic dann einfach auch zu alt. Schuhe, okay. Noch einmal kein gutes Epic-Gegenständchen bekommen. 156 Ausdauer. Können wir dann eigentlich auch mal mitnehmen, ja. Ein bisschen mehr Ausdauer. So muss ich sie nicht skillen. Oh, das ist so günstig, so krass. Okay, dann ballern wir hier mal komplett Ausdauer rein. Zack. Suchen uns natürlich trotzdem nochmal einen neuen Steini rein, weil wir brauchen auf jeden Fall für die Waffe. Ja, kleine Glücksteine. Die liefen anfangs gut. Lief das echt gut auf dem Server. Aber das Gute ist, wir kriegen ja mehr Gold. Ja, das ist geil. Wir sind vom Level strong enough. Und auch von der Ritterhalle strong enough. Nochmal Ausdauer. Ausdauer ist natürlich auch gut. Das darf ich nicht wegwerfen. Okay, dann werfen wir das mal weg. Und das mal weg. Achso, den braucht ja auch keiner hier. Zack, weg damit. Blaue Steine? No, please don't. No, please don't. Okay, Leute. Okay, Leute. Road to Yellowstone. Oder lila. Ja, ich muss sagen, okay, ich hatte tatsächlich ein paar ordentliche Steine zuletzt gefunden. Ach, hier kann ich nicht ändern. Yes, da ist er. Weil. Also, Waffe wäre noch geiler eigentlich, ja. Ausdauer. Nee, okay, diesmal aber keine Ausdauer. Schuhe müssen geschickt sein, wenn ich sie nehmen soll. Oder Gürtel. Natürlich Waffe, ja. Schade. Geschick und Glück. 198 durch den Schaden, 284. Schön. Ja, das ist. Okay, jetzt verliere ich natürlich wieder Ausdauer. Jetzt wäre fast ein Ausdauerstein reinzuöffnen viel besser. Kriege ich nochmal einen großen Ausdauerstein. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich den bekomme. Bei der Waffe. Mehr Ausdauer? Ne, weniger. Na gut, ich habe auch weniger Geschick. Ich hatte hier einen Geschickschein drin. Ne, da können wir ein Geschick wieder reinnehmen. Dann kann ich zur Not doch. Hier habe ich eh Geschick Ausdauer drin. Da kann ich vielleicht doch auch Ausdauerschuhe nehmen. Oder ein Gürtel. Da schaffen wir auch so noch ein paar Dungeons. Oh, 160 auch so. Okay, das ist natürlich fett. Geschick. Jetzt kriege ich natürlich Geschick, Mann. What the hell? Aber gut. Dann machen wir es halt so. Ich muss ja auch das nehmen, was ich kriegen kann. Ja, die Rüstung, die muss ja auch ein bisschen angepasst werden. Das ist ja, das passt ja unter keiner Kuhhaut hier. Und das Epic, ja, okay, lasse es erstmal so. Ja, ich lasse es jetzt erstmal so. Wir sind wieder mega viel besser geworden. Und das ist überhaupt kein Problem für uns, ne? Und ja, da haben wir jetzt ja nochmal schön Bonus reingekriegt, ne? Da können wir auch ein bisschen skillen, du. Mal so auf 500 skillen, so ein bisschen. Wie wär's denn damit? Ja, also da geht doch was. Ja, da muss doch was laufen hier, Bruder. Zack, die Bohne. Jawolski. Und Ausdauer auch noch. Schön auf 500 machen. Ja, immer schön skillen. I'm so happy, ja. Ich skill mehr als so mancher WoW-Spieler hier. Das ist echt
Hammer. So, was hatte ich denn? Ein 110er, ne? Ja, gut, dann kommt jetzt ein 112er, I would say. Und den haben wir halt natürlich nicht. Also kommt jetzt 114er. Intelligenz, Medusa. Not a problem for me. Und das ist ja gar kein Upgrade. Krass, vorhin hat er auch plus 95 plus bekommen. 114, dann kommt der 118er. Und dann werden wir den Magma-Strom, wenn wir ihn haben, auch noch nachstellen müssen. Oh, hier, aha, okay. Okay, der ist ein bisschen härter hier, der Kollege. Der gibt mir hier einen Fight, I would say. Ja, schauen wir mal. Ersten Revive haben wir drin. Lass mal weiterlaufen. Es geht ja relativ schnell, Gott sei Dank. Weil ich ja eh immer Schaden kriege. Ah, ich habe geändert. Das wollte ich ja nicht. Okay. Oh, Schuhe. Ja, das ist jetzt doof. Ja, jetzt habe ich natürlich den Stein weggeömmelt. Schauen wir mal. Kriegen wir einen Stein? Jetzt kriegen wir natürlich keinen Stein. Jetzt kriegen wir natürlich keinen Ausdauerstein vor allen Dingen. Ha! Da ist ein Ausdauerstein! Lolski. Okay, perfekt. Na gut, wenn ich bald den Waffenschmied habe, dann kann ich mir die guten Steine auch wieder zurückholen. Das ist nämlich ganz praktisch eigentlich. Ja, den Glückstein hätte ich mir für den Gürtel tatsächlich aufgehoben, falls es irgendwie ein geiler Stein und so ein bisschen Glück kann man ja ruhig haben, ne? Wir haben ja nicht so viele Epics, ja? Die Crit-Chance ist jetzt, ja, ist nicht so hoch, ja, gegen meine Stufe schon alleine. Das war jetzt ein, weiß ich nicht, ein 100 irgendwas, 118er, glaube ich. 122, eieiei, okay, das könnte jetzt ein bisschen härter werden. Drache des Giftes. Aber ein paar Versuche können wir ihm ruhig geben. Ich will halt gerne bitte mitkriegen, ob ich mich revive. Okay, also das ist machbar. Das ist auf jeden Fall machbar. Gut, wir critten halt kaum. Das ist halt das. Die Gegner haben immer eine höhere Stufe. Oh, schöner Crit. 1,4 Millionen, das sind die Level-Ups, I would say, Leute. Ja. Ja, das ist weg. Ich würde mal sagen, hau mal weg. Den Dreck. Ja. So, da haben wir das. So, 122. Ein 130er kommt da schon. 124er, auch stärker Gegner, den müssen wir auch schaffen. Ja, komm. Der hat so wenig Leben nach einem Revive. Da muss, also da muss der Demonhunter auf jeden Fall was reißen können. Das würde ja auch jetzt eine Assassine reißen, ja. Und es reicht. Kein Crit gemacht. Epic bekommen, leider ohne Slot. Das ist ein bisschen schade. Hätte ich genommen. Aber, okay. Hier ist ein guter Stein drin. Da werde ich wahrscheinlich die Waffe wegschmeißen. Ah, oder das. Das kann ich wegwerfen. Das braucht keiner. Und das kann ich dann auch eigentlich. Das kann ich wegwerfen. Das brauche ich auch nicht mehr. So, aber die Ausdauersteine, also den Ausdauerstein. Ja, warum habe ich das eigentlich davon? So, weg. Genau, so sieht es gut aus. 128er, der kommt vor dem Endboss hier. Also wir kriegen ja die Dungeons doch relativ gut durch. Wenn wir den jetzt hier schlagen irgendwie. Aber why not? Okay, erster Revive. Er hat, wow, okay, das, da brauche ich safe noch mindestens einen weiteren Revive. Und der weicht halt nur aus. Ja, das habe ich als Assassiner auch gern gemacht. Okay, schöner Hit aber. Ah, ausgewichen. Jetzt Revive. Nee, schade. Okay, nächster Versuch. Oh, hier war ein Revive drin, aber ich habe zu schnell gedrückt. 300.000 hat er gehabt. Also hier brauche ich safe zwei Revives, wie es aussieht. Jetzt kommt wieder der Assassin in ihm hervor. Die Waffe macht guten Damage. Okay. Die Sache ist, ich hätte jetzt im Magma-Strom sicherlich 3-4 Dungeons auch noch dazwischen geschafft. Dann hätte ich natürlich ein höheres Level. Bessere Skills. Boah, der weicht aber auch viel aus, ja. Und ich mache natürlich kaum Crits. Ist so. Jetzt mal einen Versuch haben, wo ich zweimal mich revive, damit es schön spannend bleibt. Jetzt werden wir uns erstmal gar nicht reviven, genau. Beziehungsweise, was, 261.000? Da habe ich mich safe auch revived wahrscheinlich. Okay, Hälfte, okay, aber ich schaffe schon sogar die Hälfte des Lebens jetzt. Safe ohne ersten Revive. Oh, er weicht wieder aus, Mann. Ey, das sind spiegelverkehrte Angriffe, oder was? Es waren 56.000, da war ein Revive dabei, oder? Ja, da haben wir ihn geschafft, ne? gucken wir uns den Versuch mal an, I would say.
Okay. Bis zum ersten Revive, oder ab dem ersten Revive. Oh, da habe ich aber wirklich 371.000 Damage gemacht, ohne Revive zu haben. Na gut, dann war das wahrscheinlich wirklich so. Oh, nee, oder? Für den letzten Hit kam da endlich der zweite Revive. Wir haben ihn angekündigt. Okay, das ist schon härter, ja. Also, ich sag mal so, die normalen Pilzer, die machen das halt auch an dem Level. Ja, die geben das locker aus. Das ist kein Thema für die. Ja, dann würde ich sagen, machen wir für den heutigen Part. Jetzt bin ich ja schon 85. Damit kann ich den Heiligen Gral theoretisch finden in der Festung. Und ab 90 kommt der Schmied, I believe. Da, ja, hätte ich ja wenigstens nochmal ein Teilziel für heute erreicht. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht. Hier, ja, es ist so, ach, die Sumpfen, wenn ich die schon sehe, kriege ich es kotzen. Echsenkönig. Also hier auch Save 2 Revives auf jeden Fall notwendig. Okay, guter Damage nach vor dem ersten Revive, nicht schlecht. Der macht doch gefühlt nicht so viel Damage wie der Kremlin irgendwie. Aber ich auch. Mach auch nicht viel Damage. Ah, schade. Ein zweiter Revive hätte ein Hit ausgereicht dann. Aber die Versuche kann ich noch geben. Ich habe ja ein bisschen geladen und ein Pflichtewig, was wir leider nicht nutzen können. Blöd. Ja, aber Schmied kommt bald. Ich würde mir das Ewig wahrscheinlich sogar mal aufbeheben wollen. Man weiß ja nie, was passiert. Gucken wir uns nochmal den Fight an, auf jeden Fall. Wo ist er denn hier, der Hexenkönig da? So, erster Revive. Oh, 639. Okay, da habe ich bestimmt noch einen zweiten Revive drin. Es sei denn, ich crit halt echt. Oh. Ist halt gar nicht ausgewichen, ja. Okay, nice. Sehr gut. Na gut, dann bin ich ja vom Level schon mal 11, also ein bisschen besser in Fahrt gekommen jetzt hier. Bin über dem Durchschnittslevel der Gilde und kann der Gilde damit besser helfen. Aber das ist ja noch nicht ganz das Ende vom Lied, denn der nächste Dungeon muss noch freigeschalten werden. Ab 95 kommt dann der Frostblut-Tempel. Ja, also vielleicht so bis 120 kriegen wir das mit den Pilzen auf jeden Fall hin. Das könnte passieren. Aber für heute ist halt jetzt Schluss, weil ich so spontan dieses Vorhaben gemacht habe, dass ich gar nicht darauf geachtet habe, dass ich ja eigentlich noch ein bisschen Ahnung für den Magmastrom brauche. Aber gut, ja, also ich habe schon einiges aufgeholt. Das passt erstmal soweit. Das war's erstmal von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und vielen Dank, wie gesagt, für den Support. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, komm hier, machst du das mal. Und natürlich habe ich ja dadurch auch einen eigenen Effekt. Ich kann die Pets jetzt endlich spielen. Ich kann eben den Heiligen Gral finden. Kann damit mein Sammelabo noch mal ein bisschen höher pushen. Und kann also auch noch effektiver Alu spielen. Und dann wieder ein bisschen Free-to-Play. Ja. Also ich werde 300 Alu weiterspielen, weitestgehend, wenn ich die Zeit habe. Aber jedes Bonus, was man halt gewinnen kann, ist ja wichtig. Ne? Also, das war's von mir. Haut rein, macht tschüss und Servus, euer Basti.